um die Anzeigeeigenschaften des Status Strip zu definieren. Klicken wir da einmal drauf, dann kriegen wir hier so eine Art Dropdown-Menü, das da eingezeichnet wird. Wenn ich da einmal draufklicke, kann ich hier zum Beispiel ein Progressbar anwählen oder ein Status-Label, eine eigene Dropdown-Bottom-Box und ein Split-Button. Ich nehme einfach mal den Progressbar, denn den hatte ich ja hier oben eben rausgeschmissen. Und als nächstes nehme ich noch ein Status-Label. So, denn dass derzeit hier die 19 Bilder, die gefunden wurden, hier oben in meinem Text angezeigt werden, also in meinem Formular, in der Titelzeile, das ist nicht besonders professionell. Dafür gibt es ja extra diesen Status-Strip. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, nehmen wir erstmal den Text hier komplett raus. Der war bis jetzt dafür zuständig, dass das da angezeigt wird. Wir gehen auf unsere Runterladen-Routine. Hier ist ja immer noch unser Progressbar drin. Wundert mich jetzt, dass es keinen Fehler gegeben hat gerade. Aber wir nehmen natürlich jetzt nicht mehr Progressbar 1 Maximum gleich Max, sondern jetzt nehmen wir diesen, klicken wir einmal drauf, dann sehen wir den entsprechenden Namen. Tool Strip, und da man sich das nicht merken kann, wird das Ganze einfach kopiert, in den Arbeitsspeicher geschoben, markiert, gepastet. So, und schon haben wir es drin. So, als zweites brauchen wir das hier nochmal. So, jetzt sollte das schon funktionieren. Und als zweites den Status Label. Den hatten wir ja vorher noch gar nicht. Das bedeutet, hier werde ich jetzt paste.text gleich. Und da müssen wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Ich sage jetzt mal Lade, Bild, Freizeichen und C-String i plus 1 müssen wir setzen, da das i fängt ja bei 0 an und wir wollen ja nicht schreiben, ich lade Bild 0 von 19. Also lade Bild und dann kommt da die Nummer, die wird konvertiert in ein String und danach von, wieder Freizeichen hinter das von und nochmal C-String. Und jetzt Max plus 1. Und wieder ein und. Bildern. So, das soll also am Ende ergeben, lade Bild 1 von 20 zum Beispiel. Speichern wir das Ganze erstmal wieder. Hier ist unsere Anwendung. Klicken wir mal drauf. So. Hier läuft es jetzt, scheint auch zu funktionieren. Ich zoome mal ran, dann bleibt das Bild zwar stehen, aber wir sehen halt den Progressbar, der bewegt sich und Ladebild von 7 bewegt sich auch. Das Einzige, was wir jetzt noch ausrichten müssen, ist zum einen dieses hier, also das Picture Control ist zu weit unten, noch jedenfalls. Und der zweite Punkt ist, es sieht jetzt vielleicht ein bisschen gequetscht aus, könnte man sagen. Man kann es natürlich auch so lassen. Wir können es aber auch noch, damit wir uns noch ein bisschen mit dem Status Strip beschäftigen, etwas mehr ausrichten, würde ich sagen. So, erstmal schieben wir das nach oben. Noch haben wir ja den Platz. Und als nächstes gehen wir mal in unser Form-Load-Ereignis. Vorausgesetzt, das haben wir überhaupt schon. Und setzen dort jetzt einfach. Muss ich mir erstmal den Namen wieder besorgen. Toolstrip Progressbar 1 Punkt Weite gleich Statusstrip 1 Weite geteilt durch 2. Da haben wir ungefähr die Hälfte. Starten wir das Ganze. Klappt nicht. Ist immer noch so. Müssen wir uns die Eigenschaften noch mal genauer anschauen. Was haben wir hier für Eigenschaften? Unter anderem haben wir hier den Eigenschaftswert AutoSize gleich True. Das bedeutet, die Controls werden nach dem Inhalt ausgerichtet und nicht so, wie ich das gerade gewollt habe, auf 50% oder eben aus den Angaben innerhalb meines Codes. Also habe ich das jetzt gerade auf False gesetzt.
Versuchen wir es nochmal, ob es jetzt funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es. Der Progressbar geht jetzt über 50%. Toolstrip Status Label ja noch nicht. Aber das brauche ich auch nicht, denn egal, ob ich jetzt sage ich jetzt mal hier definiere, dass es bis hier geht, wenn der Text eh nur bis hier geht, sage ich jetzt mal bis zur Hälfte von meiner Hälfte, dann würde ich den Rest sowieso nicht gebrauchen können. Deswegen kann ich bei dem Label damit leben, dass sich das automatisch ausrichtet. Das bedeutet, das Einzige, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist, das Gleiche muss auch ins Form Resize rein, damit für den Fall der Fälle, dass der Benutzer das ganze Formular vergrößert oder verkleinert, soll sich der Rest automatisch anpassen, scheint auch zu funktionieren. Ja, dann würde ich sagen, das war es eigentlich schon. Das Einzige, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist ein bisschen aufräumen. Unser Control wird geboren mit diesem Text da drin. Das müssen wir natürlich rausnehmen. Und der zweite Punkt ist, nachdem diese Schleife hier durchgelaufen ist und den Progressbar Value, sag ich mal, am Ende dann 20 erreicht hat und hier am Ende dann Bild 20 von 20 steht, müssten wir das eigentlich auch wieder zurücksetzen. Das heißt, wir nehmen Progressbar Value gleich, fangen wir erstmal an mit 0. Eventuell müssen wir das komplett ausblenden, dann machen wir Visible gleich False, schauen wir uns aber erstmal das Ergebnis an. Und das zweite ist halt hier dieser Text. Wenn das 20. Bild geladen ist, machen wir daraus entweder ein Fertig, das habe ich jetzt mal genommen, oder wir machen einfach komplett den Text wieder leer. Dann merkt der Benutzer auch, dass er fertig ist, beziehungsweise dass unser Programm nicht mehr arbeitet. So, starten wir mal. Das funktioniert bis jetzt. Resizen wir mal. Resize funktioniert auch. So, jetzt steht er fertig. Und der Progressbar ist immer noch sichtbar, da können wir jetzt halt entscheiden, ob das für uns so sinnvoll ist oder ob wir das lieber ausblenden wollen. Aber ansonsten würde ich mal sagen, haben wir das mit dem Progress, mit dem Status Strip hier ganz gut gelöst. Okay.